Laut einer Wahlumfrage kommt die AfD in Sachsen aktuell auf 37% und liegt damit sogar dann vor der CDU. Nach einer Survey-Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung stürzt die SPD auf 3% ab. Die CDU kommt noch auf 33%, die Linke auf 8%, die Grünen auf 7%. Beide liegen also sehr nah beieinander. Die FDP verliert und kommt nur noch auf 1%. Vor etwa einem Monat hatten CDU und AfD noch gleich aufgelegen. Das wollen wir besprechen mit Leonie von Randow für uns im Deutschen Bundestag. Leonie, also auch laut einer anderen aktuellen Umfrage rechnet die Mehrheit der Deutschen damit, dass die AfD dann auch bei mindestens einer der drei Landtagswahlen im Osten dann auch die absolute Mehrheit erreichen wird und somit auch einen Ministerpräsidenten stellen könnte. Ja, wie schätzt du das tatsächlich ein? Wird es dazu kommen? Zunächst mal, Marie, um hier mal etwas zu zitieren, was viele Politikerinnen und Politiker ja ständig betonen. Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Und bis zu den Wahlen im September in den drei ostdeutschen Bundesländern ist ja noch ein bisschen Zeit. Trotzdem muss man auch sagen, dieser Trend, dass die AfD in allen drei Ländern und teilweise auch sehr deutlich vorne liegt, das ist ja kein kurzfristiger, sondern einer, den wir mittlerweile seit Monaten schon beobachten. Und insofern, um die von dir eben angesprochene andere Umfrage noch mal aufzugreifen. Eine YouGov-Umfrage war das. Da sagen eben 53% der Befragten, dass sie es für möglich halten, dass die AfD die absolute Mehrheit erhält und damit dann auch den Ministerpräsidenten stellen kann. Und in Ostdeutschland, da sind es sogar 58%, die das für möglich halten. Wie stehen die Chancen da tatsächlich? Also blicken wir zum Beispiel eben mal direkt nach Sachsen. Da regiert ja derzeit die CDU, Michael Kretschmer, zusammen mit SPD und Grünen. Und die SPD, wir haben es eben gehört, liegt in Umfragen gerade bei 3%. Das würde bedeuten, sie liegt unterhalb der 5%-Hürde, würde also aus dem Sächsischen Landtag fliegen, wenn sie keine zwei Direktmandate bekommt. Die hat sie beim letzten Mal 2019 aber nicht bekommen. Also wenn da alles gleich bleibt, wäre sie raus. Und dann könnte Kretschmer auch nicht mit seiner Koalition weiter regieren. Mit der Linkspartei will er nicht zusammengehen. Also da würde eine Koalitionsbildung sehr schwierig werden. Und Fakt ist natürlich auch, je weniger Fraktionen insgesamt im Landtag vertreten sind, desto größer ist proportional dann natürlich auch der Anteil der AfD. Sprich, sie kann leichter auf eine absolute Mehrheit kommen. Ja, bisher sagen ja aber alle, wir wollen eh nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Aber wenn die Partei wirklich so stark werden sollte im Osten, wie die Umfragen ja zumindest momentan nahelegen, kann die Union dann wirklich dauerhaft ihre Zusammenarbeit also nicht vollführen? Also wird diese Brandmauer tatsächlich Bestand haben können? Ursprünglich ist Friedrich Merz, der CDU-Chef, ja mal angetreten mit der Aussage, er wolle die AfD halbieren. Und ich füge mal in Klammern dazu und nicht mit ihr koalieren. Es hatte zwar im Sommer ja ein bisschen Verwirrung gegeben, als er Aussagen getätigt hat zum Thema Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Er hat dann danach aber noch mal ganz klar klargestellt, nein, es wird auch weiterhin keine Zusammenarbeit geben mit der AfD. Aber das durchzuhalten, das wird natürlich schwieriger angesichts der sich verändernden Umfragezahlen. Und auch da gibt es eben eine andere Zahl aus einer Umfrage, aus der dann eben hervorgeht, dass 42% der Befragten sagen nein, sie glauben nicht, dass diese Brandmauer besteht. Eine kleine Hoffnung, die man jetzt natürlich hat, gerade mit Blick auf die Wahlen im Osten, ist, dass möglicherweise das Bündnis Sarah Wagenknecht, was da ja antreten möchte, vielleicht der AfD-Wählerstimmen abspinstig machen könnte. Aber darauf alleine kann man natürlich nicht setzen als Strategie. Das dürfte ein politisch sehr unruhiges Jahr werden. Leonie, vielen Dank. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.